Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, ich war heute im Kino und hab mir Inferno angeguckt mit Tom Hanks. Und ja Leute, ich fand den Film gut. Der Film hat auch so seine Schwächen, aber ja. Ja Leute, ich fand den Film gut. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, ob ihr The Da Vinci Code, Illuminati oder falls ihr Inferno schon geguckt habt, welcher Teil euch besser gefallen hat. Das könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ja, kommen wir mal zu den Schauspielern. Omar Sy kennen vielleicht die manchen von euch aus Ziemlich Beste Freunde, den Schwarzen. Der hat solide gespielt. Felicity Jones. Ja. Habe ich heute zum allerersten Mal gesehen. Die Schauspielerin. Spielt auch bald in Rogue One mit. Und ja, sie hat ihre Arbeit auch gut gemacht. Und Tom Hanks, Leute, was soll man schon groß zu Tom Hanks sagen? Er ist ein guter Schauspieler, ein brillanter, guter Schauspieler und ja, er hat seine Arbeit auch richtig gut gemacht im Film. Und ja, wer The Da Vinci Code mochte und Illuminati mochte, der hat auch Spaß an dem Film Inferno. Und ja. Ja Leute. Dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Meine Meinung ist, der Film ist gut. Und ja, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, welchen von den drei Filmen ihr am besten findet. Entweder also Da Vinci Code, Sakrileg, Illuminati oder falls ihr Inferno schon geguckt habt, dann Inferno. Und ja Leute, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Montag wieder, wenn meine Meinung zum Film The Accountant kommt mit Ben Affleck, Anna Kendrick und J.K. Simmons. Und ja, falls euch das Video gefallen hat Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und ja, dann hört man sich nächste Woche Montag wieder oder zu einem neuen Video. Ja, vielleicht noch in der Woche, vielleicht nächste Woche. Und ja, haut rein. Wenn ihr wollt, folgt mir auf Twitter und Instagram. Und ja, dann hört man sich zum nächsten Video, Leute. Haut rein, Soccerboy, Game over. Ciao.